Hähnchen-Oberschenkel nach Stroganoff-Art mit Tagliatelle und Hähnchenchips. In diesem Video beschreibe ich euch, wie ich diese Delikatesse hergestellt habe. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für dieses Rezept, ihr könnt es im Übrigen auch Pollofino oder Stroganoff nennen, benötigt ihr folgende Zutaten. 1200 Gramm Hähnchenoberschenkel, ca. 10 Cornichons mit dem Saft, 300 ml Gemüsebrühe, 2 Dosen geschnittene Champignons, eine mittelgroße Zwiebel, 200 Gramm Creme Fraiche, 1 Teelöffel Estragon, 1 Teelöffel Thymian, Salz und Pfeffer, 220 Gramm Tagliatelle, etwas frische Petersilie und Speiseöl zum Braten. Da wir die Hähnchenschenkel nur kochen und nicht braten, entfernen wir als erstes mal die Haut, denn die würde nach dem Kochen einfach nur labberig und unansehnlich runterhängen. Aber wir schmeißen sie nicht weg, sondern machen daraus die Hähnchenchips. Wenn die Haut entfernt ist, werden die Oberschenkel in leicht gesalzenem Wasser gekocht, bei leicht siedendem Wasser für 30 Minuten. Währenddessen bereiten wir die Chips vor. Dafür legen wir die Haut in eine heiße Pfanne und braten sie von beiden Seiten kräftig an. Schon mal mit Salz, wer mag auch mit Pfeffer würzen. Dann sind die Chips auch schon fertig. Hier noch eine weitere Variante. Einfach nochmal in eine Pfanne mit etwas Butter oder Pflanzencreme und mit Paprikagewürz und mit Knoblauch würzen. Wenn sie fertig sind, auf einem Küchentuch etwas vom Fett abtropfen lassen. Das Fett aus der Pfanne nicht wegschütten, das brauchen wir später noch. Die Hähnchenschenkel jetzt aus dem Wasser holen und etwas abkühlen lassen. Wenn sie anfassbar kühl geworden sind, nicht unfassbar, nein, anfassbar, lassen sich die Knochen ganz einfach vom Hähnchen entfernen. Die Knochen brauchen wir nicht mehr, die können jetzt wirklich weg, aber das Fleisch natürlich aufheben. Das wird jetzt in Streifen geschnitten, soweit es in Streifen zu schneiden geht. Kleinere Fleischteile werden einfach in Stücke geschnitten. Jetzt setzen wir... Oh, Gewitter. Wenn jetzt Hintergrundgeräusche wie Plätschern oder Donnern zu hören sind, dann macht euch nichts draus. Ich sitze in der Küche bei geöffnetem Fenster. Ich habe keine Lust, es zu schließen. Es ist warm genug. Und weiter im Text. Jetzt setzen wir eine größere Pfanne auf und geben das Fett aus der kleineren Pfanne in diese hinein. Darin schwitzen wir jetzt die in Würfel geschnittenen Zwiebeln ab. Dann kommen die Champignons und die in Ringe geschnittenen Cornichons dazu. Das Ganze löschen wir mit Gurkenwasser und der Brühe ab. Dann den Senf dazu, die Gewürze und schließlich auch Creme Fraiche dazugeben. Alles zusammen für ein paar Minuten köcheln lassen. Wenn sich alles gut miteinander verbunden hat und gut verrührt ist, dann kommt das Fleisch dazu. Jetzt nochmal ein paar Minuten köcheln lassen, damit sich die Flüssigkeit etwas reduziert. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Tagliatelle kochen. Dann abschütten, aber nicht abbrausen und dann kann angerichtet werden. Ja, und so sieht das Ganze dann fertig angerichtet aus. Lecker, sage ich euch. Weitere leckere und deftige Hausmannskost könnt ihr hier oben in meiner Playlist sehen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.